Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir voll auf die Fresse gekriegt von Freezer und Cooler in der Freezer Saga. Ja, die ersten Kämpfe waren voll überhaupt gar kein Problem und der letzte Kampf zerstört uns natürlich wieder, was voll Sinn macht. Und ja, deswegen machen wir einfach irgendwelche anderen Sachen hier, weil wir leveln müssen. Und ja, komm. Hä, ein Saiyajin? Hey, ich bin überrascht, noch einen Übernehmer zu treffen. Weil du ein Saiyajin bist, warum schlägst du da nicht die hiesige Bevölkerung ab? Dieser Planet für niedere Krieger wie dich eine Nummer zu groß? Jämmerlich. Soll ich dir beibringen, wie ein echter Saiyajin kämpft? Ich zeige es dir. Boah. Hey, du bist mit mir messen? Sowas hört man doch gerne. Hey, wir sehen, was echt neu zugeschnitzt bist. Nappas Prüfung. Okay. Ich will aber nicht den Ausbilder wechseln, ne? Nicht schon wieder. Ich weiß immer noch nicht, wie das passiert ist. Und ja, wir kriegen von Freezer auf Fresse und von Cola. Die sind Level 25, wir sind Level 27. Macht Sinn. Nochmal DX. Ach, der Angriff gegen... Boah, gegen wen hat der noch eingesetzt? Lass mal den Ausbilder hier freischalten, ne? Ja, ich habe immer noch Krillin. Okay, machen wir einfach irgendwelche random Sachen, ja? Anscheinend kann ich ja die Fähigkeiten schon vorher lernen, aber am Ende kann ich die erst alle, weiß ich nicht, hochleveln im Balken. Neues Ausbilder-Event. Ja, ich verpasse ihr Leben noch gern noch eine Abreibung. Es wäre natürlich schade, wenn mein schönes neues Spielzeug zu schnell kaputt geht. Ich muss mich in Selbstdisziplin üben. Ich hätte die Vorstellung nicht, da werde ich stärker. Nicht, dass das reden, das retten würde. Hua. Okay, habe ich ihn jetzt als Aufblock. Ja, Green und Gelb ist jetzt ein Upper, ne? Erstmal ein paar freischalten. Einfach irgendwas machen. Piccolo war da oben zum Beispiel. Neue Attacken lernen und so. Warte jetzt, du bist ein Ausbilder, willst du mich auf den Arm nehmen? Was? Was machst du denn ein Saiyajin? Ich dachte, es gäbe keinen anderen Überlebenden. Ah, du wurdest bestimmt hergeschickt. Also, wo liegt das Problem? Warum nehmen noch so viele auf die, von diesen Kreaturen? Ich sag nicht, du hättest Mitleid mit ihnen. Jemand muss aus unserer Spezies wäre so schwach. Tja, wir sind so wenige, um wählerisch zu sein. Nehme ich dir wohl bei deiner Aufgabe. Ich hoffe auch, dieses Planeten zu erobern bringt dein Saiyajin-Blut bestimmt in Wallung. Das ist mein Scout-Ausdruck, aber der fängt die Stärke nicht richtig. Du hast schon beschlossen, diesen Planeten zu vernichten, ja? Hey, eine kluge Entscheidung, aber bevor wir beginnen, will ich sehen, was du drauf hast. Du bist ein Krieger. Wenn ich deine Stärke kenne, weiß ich, wie sehr ich mich anstrengen muss, um diesen Ort zu übernehmen. Okay. Keine Sorge, das bringt dich nicht um. Das bietet dir vielmehr die Chance, stärker zu werden. Ja. Und hier kriege ich die ganzen Sonntagsangriffe, also was, diese Wochentagsangriffe. Wie kam eigentlich jemand auf die Idee, Raditz irgendwie Angriffe zu geben, die nach Wochentagen benannt sind? Das ist, glaube ich, in Dragon Ball Z Budokai 1 irgendwie das erste Mal passiert. Wer kam auf die Idee? Okay. Okay. Will jetzt hier irgendwie jeder Charakter irgendwie ein Ausbilder sein? Raditz und Nappa, ehrlich? Irgendwie, weiß nicht, das kommt irgendwie so random rüber. Für die muss ich alle die Ausbildung abschließen. Super. So ordentlich, du hast, was hat dieser Planet zu bieten? Ich muss mich vorbereiten, wenn ich diesen Planeten mit meiner heilen Haut erobern will. Ich habe hier einen Planeten angeguckt. Du siehst los und erhöhst deine Stärke. Ich rufe dich, sobald du etwas geworden bist, das ich nutzen kann. Hast du das verstanden? Grüß mal Nappa von mir, und zwar auf die traditionelle Art der Saiyajins. Keine Angst, sonst habe ich keine Saiyajin-Fähigkeit zu haben, wenn du überlebst. Ich glaube, das ist levelabhängig, oder? Wenn ich jetzt meinen Meister mache, dann... Weiß ich nicht, dann... Muss ich den Balken sozusagen erhöhen und dann irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber viel Aufspiel muss ich auf jeden Fall machen. So.
Na, welcher heftet sich so Angriff? Oh, er macht sogar ein bisschen mehr Schaden, aber sonst mehr nicht, ne? Na, bist du als erster Fight? Aha. Achso, ich muss meinen Gegner damit besiegen. Oh Gott. Boah, war knapp. Ich konnte ihn gar nicht voll besiegen. Und er schwebt einfach da oben. Also ein bisschen komisch. Aber das heißt, ich muss nicht für jeden der Schuldner sein, ne? Ich muss mich immer wechseln. Ich muss einfach nur immer Charakter wechseln. Obwohl, das läuft eigentlich auf das Gleiche hinaus, ne? Selbst wenn es nur Glück war, das war ein ganz schöner Angriff. Aber nehme ich in Acht, du siehst nicht mal annähernd auf meiner Stufe. Wobei, gegen Nappa stand zu halten war eine Meisterleistung. Dafür wirst du von mir aller mindestens gelobt. Ist mir dabei in aller Munde. Selbst Vegeta, der stärkste oder schwerste, ist auf deine Kraft aufmerksam. Ich weiß noch nicht, ob diese Art von Aufmerksamkeit willst. Diese Art ist zu Glück, aber das wird nicht reichen, wenn du es mit Vegeta zu oben bekommst. Vegeta und ich und auch Nappa. Wir werden schon ein echter Krieg aus dir machen. Er geht immer weiter. Mädchen Anfängerklasse. Strahlender Freitag. Was? Okay. Machen wir das. Bis es anfängt schwer zu werden. Ah, ich habe sogar Energieladung, merke ich gerade. Oh Mann. Okay. Das ist gar nicht mal schlechter Angriff. Was hat er gesagt? Oh, ja. Ah. Los, komm her. Los, fang den Ball. Warum warst du jetzt umgedreht, verdammt? Boah, gibt's doch nicht. Alter. Und wenn ihr beiden nicht da wärt, ne? Also nur hier, um mir auf die Nerven zu gehen. Wenn die beiden nicht gewesen wären, ehrlich, dann wäre es viel einfacher gewesen. Und wenn man die nur für den letzten Angriff braucht, warum muss man die dann überhaupt als Meister nehmen? Hat doch gar keinen Sinn. Okay. Unmöglich, spielt unser Schicksal einen Streich. Jetzt werden mir Vegetas Fell über den Ohren ziehen. Dank dir. Ist nicht stärker als ich, also will ja gar nichts einverstanden. Natürlich. Ja, jetzt muss ich ja warten wieder. Oh. Muss ich ihn als Ausbilder nehmen oder wie? Ein bisschen dämlich gemacht. Also man kann die Fähigkeiten schon erlernen, aber man muss hier diesen Balken noch füllen. Was ist das denn für ein Dreck? Was tust du denn? Ich bin der Wächter dieses Gebietes. Eine große Verzögerung ist in Konto und zieht auf. Aber wir haben von dir eine Hilfe eines starken Kriegers, um sie zu operieren. Und jemand, der eine gewisse Anzahl neuer Quests mit dem Namen Expertenmission abgeschlossen hat. Viele für genau mal sehen. 5 habe ich nicht. Das ist einfach Expertenmission sind. So, machen wir hier weiter. Ist ja ähnlich. Diesmal habe ich noch einen Zeitschritt dabei. Entspann dich, wir werden dich nicht töten. Es wäre einfach und würde keinen Spaß machen. Da bringen wir dabei, wie man kämpft. So, warte mal jetzt. Arm Crash. Ach, den Angriff, mit dem er Tenshinhans Arm abgehauen hat.
wortwörtlich abgehauen hat. Er hat seinen Arm geschlagen und hat ihn weggeschlagen. Na klar. Nee, ich glaube nicht. Obwohl, sieht ein bisschen komisch aus von meiner Perspektive. Ich glaube, die können nicht anders sterben. Wow. Wenn ich gut, dass du nichts machst. Sehr gut. Wo kommt dieser Spruch überhaupt? Sagt er voll oft, habe ich das Gefühl. Ja, so können wir auch Fähigkeiten lernen, ist doch auch nicht schlecht, ne? Okay. Aber ich muss stärker werden und das bringt mir nichts. Muss so, weiß nicht, Level 30 vielleicht sein. Oh, du verwendest schon meine Technik an. Du gehst wirklich engagiert zur Sache. Warum schenkst du dich so an? Bedeutet dir so viel stärker zu werden? Nein, ich liebe dich. Hm, na gut, das heißt nur, dass mehr Spaß macht, mit dir zu spielen. Jetzt ein, was ich dir beigebracht habe, oder? Stell es als Geschenk von mir. Aber da Lust drauf. Okay. Ist aber halt böse aus. Gut, wir spielen, nehme ich genau. Du nicht, wir werden noch ein bisschen trainieren. Hä, hey, was soll der Gesichtsausdruck? Ich habe dir auch gesagt. Ich will dir Moves beibringen, weil ich auch mach dich schnell bei. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, Pflanzenmänner zu besorgen. Vernichtungsgranate. Ist jetzt alles mit Z von dem. Der letzte glaube ich aber nicht. Dass der so einfach wird. Was soll's? Okay, komme er her. Dass ich ihnen viele Schmerzen bereite. Hört vier Kicks oder so nach vorne ab. Geil. Fangt den Zirkusaffen. Ja, komm hier hin. Warum seid ihr so doof? Ich muss sogar die erledigen, oder? Wie sehe ich noch mal nicht? Oh. Oh, das ist ein bisschen sehr dämlich, die Attacke. Eben so. Einfach vor denen hingehen. Oh, 8 Watt. Wieso habe ich 0 von 8 Chaos? Was? Wieso habe ich erst 3? Ich hab doch gerade. Oh, was ist denn das für eine Verarschung? Wir sind da reingelaufen. Soll ich da eben vor der Nase einsetzen? Oh. Oh, geht doch da rein. Okay. Ein Ballpack. Kann mir nicht jemand mal Energieladung beibringen? Ich weiß, ich habe maximale Ladung von meinen anderen Spielchen, aber trotzdem. Ich will den nicht benutzen, ohne dass ich ihn vorher freigeschaltet habe. Ich fühle mich irgendwie gescheatet. So, ich habe gar nicht. Ich habe ja die Angriffe hier alle. Puff, puff, puff. Heißt, ich kann ja wieder offscreen Dragon Balls sammeln und so. Ein Parallelquest, sollte man ein paar Parallelquests machen hier. Damit ich die auch. Aber nein, nicht. What? Wie groß ist der? Was kommen wir hin? Ja, die gehen direkt danach kaputt. Warum kommt auf mich los? Was soll denn das? Wir haben ihn Kingdom Hearts Birth by Sleep.
Wo immer, wenn man Minen platziert hat, der Gegner direkt so da durchdüst. Nicht darauf reinfällt, ey. Nicht ein schlechter Angriff, die Vernichtungsgranate. Aber ich suche noch was anderes. Der andere Angriff vom Napa, der sieht gut aus. Mein Kamehameha treffe ich zum Beispiel nie, weil das nervt mich ein bisschen. Boah, fantastisch, du hörst einfach nicht auf, was? Du bist gerade vom Spielzeug zum Schüler aufgestiegen. Zeig mir, wie weit du gehen kannst. Ja, aber anscheinend nicht mehr jetzt. So, mach mal Parallelquests. 1, 2. Rap. Muss ja noch ein paar machen hier. Irgendeine einfache Erdinvasion. Besiege Son Goku. Wissen hier noch zu lernen. Hol 3 Dragon Balls zurück. Schlage Frieza's Armee. Das klingt jetzt nicht so schwer. Dann machen wir das hier. Guck mal, ob ich neue spielbare Charaktere habe. Anscheinend nicht. Da ist Super Saiyan Son Gokus Klamotte. Oh nee, da haben wir freigeschaltet. Cool. So, hier haben wir Talis, Slug, Frieza und erste Form. Da gab es nur, ich glaube, es gab eine erste Form Frieza, oder? Ja, passt doch. Ich finde Goku Black so geil. Vor allem nachdem ich, weil ich so herausgefunden habe, wer er ist und all das und die ganze Story darum, ist halt nur noch interessanter geworden. Die ganze Sache mit Zamasu und all so was. Da wo die jetzt sind. Richtig episch. Die Mission kennen wir auch aus dem ersten Teil. Warum kommen wir alles so bekannt vor? Ich weiß, dass ich die schon mal gespielt habe. Weil einige von denen habe ich ja dutzende Male gemacht. Ach, was ist er das? Ja, das hilft mir Nappa, genau. Das Nappa, glaube ich, beschützen. Hey, mein Meister. Einer von meinen Meistern. Wow. So, nächster. Komm her. Komm her. Wow, 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 oh nein. Nein, meiner. Braucht den Bonus. Das alles lacht sich kaputt. Oh, noch jemand, der sterben will. Ja. Oh, komm her. Ja. Nina Bekiana, die wir wissen noch nicht, was das ist. Ich hab kein Vieh. Ich damit überhaupt Dings verbrauchen? Jetzt klappt das natürlich nicht. Ich meine, das ist wie ein Sturm angefallen. Ah, doch Sturm, nee, Sturm. Wieso ungefähr? Mein Gott. Und Nappa hat natürlich wieder voll viel AP verloren, ist klar. Die anderen beiden hier haben gar kein Problem, aber er. Ja, du gehst auch voll auf ihn los die ganze Zeit, was soll denn der Dreck? Ja, haben wir gegen den überhaupt schon gekämpft? Ja, das kenne ich noch. Klar gibt's noch andere. Da war ein Song Goku angerichtet, oder? Die Verzögerung, die macht mich so fertig hier.
Ich fasse dir am Hintern. Ich fasse Noppa am Hintern. Ich fasse Papa Noppa am Hintern. Kakaroto. Saiyajin no tsukai yoshi. Ora. Boah, jetzt geht ja schon wieder auf Nappa los, ey. Die Krise. Wir müssen da so ein Ding jetzt interpretieren. Das wird gar nicht. Oh nein. Du brauchst hier, ne? Ja, nützt dir jetzt auch nichts mehr. Du bist jetzt schon leicht tot. Was? Was ist das? Das darf jetzt nicht wahr sein. So, ich glaube nicht, dass das Ultimate war, oder? Doch. Und jetzt kann man sogar verlieren. Ich glaube, wenn Nappa kaputt ist, ist sowieso vorbei. Ja, okay. Komm! Doch. Ich spam jetzt nicht dein Kamehameha. Nein, er macht Nappa kaputt, ey. Kannst du mal auf mal anderen losgehen? Was ist solche Art Mission? Warum machen die anderen auch nichts hier? Ihr Black ist einfach nur im Hintergrund, macht gar nichts. Hey. Ja. Also ich zu, dass ich jetzt noch verliere. Lord. Oh Gott. Ich habe mir jetzt Angst gemacht. Okay, sehr gut. Unoshigi. Und Kaioken. Oh, es hat eine Verwandlung. Das war eine Verwandlung im ersten Teil, oder? So, kriegen wir noch irgendeine Mission vollkommen nach reingeschoben. Zum Beispiel Dragon Ball suchen. Ja, Freezers Lakaien erledigen. Das klingt jetzt auch nicht so schwer. Ist voll Saiyajin bezogen, der Part heute, ne? Saiyajin König, ist wer? Der König ist Saiyajin, macht dir keine Sorgen wegen Vegeta. König Nappa braucht einen. Was? Hm. Drei Dragon Balls zurück. Mach mal das. Nappa will der König der Saiyajins werden. Ja, okay. Eigentlich ist ja Vegeta der König des Saiyajins, nicht der Prinz. Das ist genau wie so Disney-Prinzessinnen. Ich will nur kommen in den Freezer, um Freezers Leute zu erledigen. Ich merke gerade, dass Vegeta den Titel als Prinz nur haben will. Aus dem gleichen Grund, warum Disney-Prinzessinnen immer haben. Prinzessinnen sind immer gut, Könige sind böse. Das hätte man schon von Anfang an irgendwie merken können. Ja, ich weiß, Dragon Ball, wie oft willst du mir eigentlich noch sagen? Ich habe doch schon ein paar Missionen gemacht. Ich will einfach nur Prinz genannt werden, weil sich das besser anhört, oder wie? Ja, wie Disney-Prinzessin. Wow. Raspberry. Und was ist, wenn die da um die Ecke sind? Das ist so ein weiter Weg. Stuhlen. Meinst du, hast hier irgendwas zu sagen? Ich bin halt nach der verdammten Frucht. Hey, da war meiner. Wer hat den erledigt? Puff. Because of this disgrace, every one of my men should be named after fruits. Pineapple. Go. Oh, am I pineapple? Yes. Die Folge von Bardock mit Schild. Ja, voll geil, stimmt. Okay. Wir haben alles erledigt, ne?
Ich meine, danach geht es noch weiter, aber wenn die Bonussache erledigt, glaube ich. Da, wo ist der letzte? Da. Das letzte, wo ist es? Da ist er. Einfach nur so casually herumliegen. Der ihn bewacht hat, muss wahrscheinlich irgendwie gerade am Klo. Das sind zweimal. Nee, ich dachte, die hätten jetzt beide zwei Sterne. Einer hat zwei und einer hat drei, glaube ich. Oder nee, keine Ahnung, ist auch egal. Die sehen alle gleich aus. Aber wer kommt jetzt? Willst du überhaupt besiegen? Oh, Barry. Die Wange, ne? Ah, Frieza. Er will nicht so eine Power Ranger-ähnliche Truppe haben. Wo Power Ranger kommt, dann neuer Film. Ich weiß nicht, ob ich mir ihn angucken soll. Wenn, dann würde ich mir nur angucken, um mich darüber zu beschweren, weil die Power Ranger da so lächerlich sind. Und das ist sehr merkwürdig, weil man das für den Normalen schon sagen kann. Was lachst du da? Tutu? So, du. Naja, noch Mann. Also. Naja, dann, bumm, und den hier. Auch schon vorbei. Boah. Die sind alle in die ausgezeichnet. Wuff. Was? Bata! Jetzt kommen aber nicht hier die ganze Genio Force, oder? Das wäre voll nervig. Der alle hinter mir, ist alle hinter mir, oder? Ja. Zeitsprung Motorrad. Ach ja, das ist die, die ich von Shenlong habe. Boah! Letzter Schlag! Aua! Kann ich jetzt sagen? Letzter Schlag! Muss ich überhaupt die ganzen Leute hier noch erledigen? Ich glaube nicht mehr. Ich gehe immer noch Bonus her. Mein letztes ist wahrscheinlich wieder da hinten, ne? Letzte Dragon Ball. Macht ihr immer platt. Ich suche mal einen letzten Dragon Ball schon mal. Ich den finde. Ich finde den nicht. Wo ist er? Ja, sehr gut gemacht. Der Dragon Ball. Noch mehr Gegner? Ja, er wird den aber platt machen, oder? Er hat das doch schon schaffen. 30 Minuten der Part. Das ist viel zu lang. So, tut mir mal einen Gefallen, mach den platt. Schön sagen, warum kann ich dann Kiel explodieren? Deine Hand frei. So, war's das? Das war's, oder? Ja. Gut, dann ab nach Hause. Ultimativer Finisher. Okay. Cool. Aber so, gib mir mal nur, Bande, Kampfpose C, yeah. Okay, bekommt man so eine Medaille jedes Mal, wenn man eine Parallelquest dann erstmal erledigt oder was? Keine Ahnung. Oh, ich sollte mal irgendwie Donnerstag oder Freitags hier was kaufen, aber müsste ich mal zu dem Zeitpunkt aufnehmen. Aber naja, was soll's. Und dann muss ich sagen, der Part schon wieder viel zu lang gewesen. Und... Ich kann den Party beenden, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play.
Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst irgendeine Art von Feedback. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.